So, Hallöchen. Also, weiter geht's mit Never Ending Story. Jetzt haben wir das C64 Diskettenlaufwerk, der C121 Diskettenlaufwerk drauf, auf dem Tisch. Das ist, soweit ich rausgekriegt habe, das 1571, was schon schnellere Datenübertragung kann. Das brauche ich auch für CPM. Ich kann da nicht das C64-Laufwerk nehmen, das 1541, weil das nur Single-Side hat und das hier ist doppelseitig, also Double-Side. Was habe ich gesehen? Kilobyte-mäßig hat das hier 350 in CGR-Format und in MFM, so wie der PC das eigentlich macht, 400 Kilobyte. Übertragungsgeschwindigkeit habe ich auch irgendwas gelesen. Da habe ich jetzt keine direkten Datenübertragungsgeschwindigkeiten, aber zum Vergleichen, das 1541 beim Laden von 25 Kilobyte zum Beispiel sind das 70 Sekunden und das 1571 zum Laden von 25 Kilobyte 7 Sekunden. Also das ist schon Faktor 10, 10 mal schneller. Würde ich mal so sagen. Aber darum geht es ja jetzt nicht, was hier das Laufwerk alles kann. Mir geht es darum, dass hier das Laufwerk, der Kopf hier kaputt ist. Ich habe noch eine Sache entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann mit auf dem Monitor. Müsste ich das mal ein bisschen anwinkeln. Hier sind Kabel und ihr seht schon, ich hoffe man kann es sehen, das hier ist lose. Das ist lose geschraubt. Ich weiß nicht, ob hier eine an... Oh, schon wieder gehören da draußen. Ich mach mal kurz Pause. So, also, ich weiß nicht, ob der Track 0 Sensor hier... kann man das sehen? Ich hoffe, dass der nicht lose war, dass nur das hier lose ist. Das ist irgendwie ein Anschlag für den Motor hier. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich glaube nicht so, ne? Hier nur für den Anschlag für den Motor. Hier ist ja die Zunge für den Track 0. Und ich habe gedacht, ich baue das ganze Ding auseinander, den Kopf hier ab. Das werde ich nicht machen, weil... Dazu müsste ich hier nämlich das Alignment verstellen. Und das ist hier am Schrittmotor. Das geht hier über so ein Metallband. Wird das hin und her bewegt. Das lasse ich in Ruhe. Das mache ich nicht. Ich habe aber geguckt. Das ist ja hier gefedert. Und die Feder ist hier hinten. Die kann ich hier abschrauben. Das ist ja nur... zum Verriegeln. Ich werde das natürlich so machen, dass das nachher wieder so halbwegs passt. Das schraube ich jetzt mal ab. Und jetzt wird es draußen wieder laut. Ausgefädelt? Wahrscheinlich nicht. Dazu müsste ich hier noch eine Sache abschrauben. Und zwar den kleinen Halter zum Liften. Der ist mir noch im Weg. Mit denen raus. Ja, da ist ein C-Clip dran. Ne? Ich
hoffe, ich hole mir das jetzt hier nicht komplett hinüber. Da ist der C-Clip. Da ist eine gespannte Feder drin. Okay, so. Wo ist der Bolzen? Da ist der Bolzen. So. Kann ich das jetzt hier irgendwie raushebeln? Oh, ein Kabelbinder aufmachen, wenn ich mir nicht die Knipse hier mal wegschmeißen würde. Kabelbinder habe ich genug, also da ist nicht so schlimm. Da ist noch ein Plastikteil drunter. Das mal ab. Aha. Ah, zum Reinigen ist das gar nicht mal so verkehrt. Seht ihr, wie viel Dreck da drin ist? Ganz schön viel. So. Lötkolbenkabel, du bist mir gerade ein bisschen im Weg. Geh mal beiseite. So. Jetzt werde ich das mal versuchen mit dem Mikroskop einzufangen. Da. Ich hoffe, das klappt so. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr Licht. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Saft. Die hat Saft. Wo ist er? Da ist er. Ja. So, ich wechsle mal. So, da unten, und immer den Kopf hier irgendwie, wo ist er denn? Da. Seht ihr das? Das werde ich versuchen mit. Ich hoffe, das klappt so. Mit 2K, also mit 2 Komponentenklebern, wieder festzumachen. Dass ich das wieder festkriege. Ich hoffe, ihr habt die Stelle gesehen. Simpel. Da. Da. Die Stelle da. Das muss ich wieder zusammenkleben. Ich will das nicht abschrauben, dann ist das Alignment weg. Also das Alignment hier nach so hin und her, das kriege ich noch hin, aber dass die Köpfe zueinander richtig stehen, das kriege ich nicht hin. So viel kriege ich nicht hin. Das hier ist ein Mitsumi Laufwerk. Ich schalte mal wieder um. Es ist ein Mitsumi Laufwerk und eventuell, ach nee, Brushless, da steht Mitsumi Elektro, bla bla bla. Eventuell, ich habe noch irgendwo ein 5,5 Zoll Diskettenlaufwerk vom PC. Eventuell baue ich das um.
wenn das nicht klappen sollte. Oder ich besorge noch mal eins aus eBay oder was. Vielleicht wird das ja was. Denn der... Oder der Kopf oder wie auch immer. Denn der Stepper wird direkt betrieben. Der Kopf hat hier beide Pole. Also es geht direkt auf das Mainboard. Da ist keine Elektronik zwischen. Das hier müsste Track 0 oder Sektor 0 Sensor sein. Ist da was unter? Ja. Hier ist noch noch ein Sensor, das müsste Schreibschutz sein. Ob schreibgeschützt oder nicht. Ist das jetzt was Doppeltes? Ja. Ja. Also das werde ich versuchen. Das Metall ist gebrochen. Das ist weggebrochen. Das geht da eigentlich noch weiter in den Kopf rein. Moment, ich versuche euch das mal zu zeigen. Und zwar, jetzt bin ich schon zu weit. Da kriege ich das Kabel mal beiseite. Wo ist die Pinzette? Da. Ich hake das mal hier kurz aus. Ja, nicht so doll. Und zwar da unten. Da geht eigentlich die Feder mit rein. Dieses Metallteil. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich guck mal, ob ich das sehen kann. Für mich, ihr seht das jetzt leider nicht richtig. Dann geben wir mal das Licht hier. Das war die Waschmaschine. Wenn ich nicht aufpasse, fliegt mir alles runter. Hier das Licht. So, nicht der Schreiblesekopf. Gut drauf. Wenn ich das ausmache, ist er besetzt. Also, wie gesagt, ich werde versuchen, das muss ich da mal so zeigen, wo sind wir? Kabel. Geh mal nach hinten. Da. Also, wie gesagt, so mal das mit dem Licht ein bisschen. Geht das so? Ja. Da jetzt mal Kleber dran zu machen. Da sieht man auch, dass das da irgendwie rausgebrochen ist. Das steckt ja gar nicht richtig dran. Wenn ich das da richtig reinkriegen würde. Nee. So, dass die Klebestellen direkt wieder aufeinander liegen. Beide Seiten, oben, unten. Will nicht zu doll machen.
wenn das funktionieren würde. So, zum Beispiel, so. Ich glaube, da hat schon einer dran rumgespielt. Also ich war es nicht. Wüsste ich nicht. Zumindest ist das nicht aufgeschraubt gewesen. Das müsste noch passen von der Länge her. Aber ich werde da jetzt immer Kleber ran machen. Epoxid. Und dann werden wir in einem der nächsten Teile uns dem weiter widmen. Das ist jetzt erstmal Schritt 1, dass ich hier das versuche hinzukriegen. Wenn das klappt, versuchen wir das Laufwerk auch zu benutzen. Muss ich bloß noch mal ein paar Disketten besorgen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich habe. Disketten ist falsch gesagt. Floppies. Hier kommen ja Floppies rein. Das andere sind Disketten. Die kleineren, das sind ja Disketten. Das hier sind ja Floppies. 5,5 Zoll. Werden wir mal versuchen, ob wir das denn benutzen können, sofern denn das Board funktioniert. Also Netzteil habe ich ja schon repariert. Jetzt muss ich nur noch das Board mal irgendwie kontrollieren. Vielleicht sind da auch noch irgendwo gebrochene Lötstellen. Ich hoffe nicht, weil das alles nachzulöten, das wird ja wohl ja eine Mammutaufgabe sein. Gut, aber ich mache jetzt erstmal da Kleber drauf. Epoxidharz. Ich versuche das jetzt mal so gut es geht fettfrei, staubfrei zu kriegen mit ISO. Und dann mache ich da mal so Kleber drauf. Ich glaube, ich lasse das auch, glaube ich, so wie es ist. Und lasse das hier ein bisschen rauflaufen, dass es dazwischen läuft auf beide Seiten. Gut. Dann danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Teile hiervon wieder. Bis dann. Tschüssi. Ganz kleiner Nachtrag. Ich hoffe, das bleibt so, weil das läuft, glaube ich, gerade ein bisschen runter. Ich lasse es jetzt aber erstmal trocknen. Vielleicht mache ich noch mal ein zweites Mal hinterher. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ich habe da schon mal ein bisschen was dran gemacht. Ich hoffe, das klappt so. Ich hoffe es. Gut, das muss jetzt 24 Stunden trocknen, also deswegen dauert das jetzt etwas, bis der nächste Teil darüber kommt. Bis dann, tschüssi.